Ich möchte Sie alle recht herzlich zum heutigen Expertengespräch begrüßen auf der Campus-Plattform der ARD-ZDF-Medienakademie. Unsere heutige Expertin ist Frau Dr. Marina Avanitido. Sie beschäftigt sich mit künstlicher Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist eine Schlüsseltechnologie heutzutage und ist ein hoffnungsvolles Werkzeug, gerade auch in den Medien, um die großen Herausforderungen der digitalen Transformation zu bewältigen. In den Medien kann man KI einsetzen, um AV-Beiträge zu analysieren, um die journalistische Recherche zu unterstützen, um Trends vorherzusagen, um Metadaten anzureichern, bei Empfehlungssystemen für den Zuschauer in der Programmplanung oder selbst in der Programmverbreitung. Bei uns ist KI im IRT ein sehr junges Thema, das neu geschaffen wurde. Und seit 2019 ist Frau Dr. Avanitido dafür verantwortlich. Sie kommt von der Technischen Universität Berlin, wo sie wissenschaftliche Mitarbeiterin auf dem Fachgebiet für Nachrichtenübertragung war. Ihr Universitätsdiplom hat Frau Dr. Avanitido von der Aristoteles-Universität in Thessaloniki erhalten. Sie geht heute auf drei Teilaspekte bei KI ein, nämlich auf Deepfakes, Open Source Intelligence und Natural Language Processing. Falls Sie das erste Mal bei uns dabei sind, noch ein paar Tipps für die Teilnahme. Bitte schalten Sie die Webcam und Ihr Mikrofon aus. Auf der linken Seite sehen Sie einen Chatverlauf. Da dürfen Sie gerne Fragen stellen, die wir dann am Ende der Präsentation an Frau Dr. Avanitido weiterleiten. Liebe Marina, wenn du soweit bist, ziehe ich mich in den Hintergrund zurück und übergebe an dich. Vielen Dank, Thomas. Also ich versuche gerade, meine Präsentation als Vollbild zu zeigen. Funktioniert es gut? Ja. Okay, sehr gut. Dankeschön. Also vielen Dank nochmal. Und auch von meiner Seite aus herzlich willkommen zu den IRT-Expertengesprächen. Ich gebe heute, wie kurz Thomas erwähnt hat, einen kurzen Überblick über, wieso wird künstliche Intelligenz oder auch als KI bekannt, plötzlich so ein Hot Topic gesehen und erhält so viel Aufmerksamkeit. Und auch, ich werde über drei der neuesten Entwicklungen, die großen Auswirkungen auf die Medienbranchen haben. Also mein Vortrag ist heute wie folgt strukturiert. Nach einer kurzen Einleitung folgt ein Überblick über Deepfakes, Natural Language Processing und Open Source Intelligence. Zukünftige Aussichten werden am Ende auch diskutiert. Es fehlt heutzutage viel über KI, Digitalisierung und so weiter gesprochen. Aber wieso gerade jetzt? Ich wollte sagen, um diese Entwicklung besser zu verstehen, muss berücksichtigt werden, dass erstens, also maschinelles Lernen ist ein Teilbereich der KI, welches Systeme in der Lage versetzt, automatisch aus Daten zu lernen und sich zu verbessern. Künstliche Intelligenz ist nicht neu an sich. Es begann als wissenschaftliche Disziplin in der 50er Jahren schon. Zweitens Rechenleistung. Also KI-basierte Algorithmen könnten vor zum Beispiel 15 Jahren nur auf Supercomputer-Facilities laufen. Heute ist es aber auch auf fast jedem Computer mit einer starken Grafikkarte möglich. Und dritte und wichtigste, Daten sind erst heute in großen Mengen verfügbar für die Nutzung für KI-Zwecke. Daten ist aber ein sehr wichtiger Faktor. Wie meine ich das? Werde ich erklären. Im Leben nehmen Menschen viele Daten auf und verarbeiten diese. Zum Beispiel, wenn man die Augen eines Kindes als Kameras betrachtet, nehmen diese ein Bild je 200 Millisekunden auf. Das bedeutet, dass ein dreijähriges Kind schon hunderte von Millionen Bilder aus der echten Welt schon gesehen hat. Das ist da eine große Menge von Daten. Das aber selber auch reicht nicht. Und genau das hat Fei-Fei Li, die Stanford-Professorin für Computer Vision und Machine Learning,
im Jahr 2010 beobachtet und hat Folgendes identifiziert. Niemand bringt einem Kind bei, wie es sein soll. Kinder lernen dies durch Erfahrungen und Praxis. Und daraus inspiriert hat sie Folgendes gemacht. Statt nur zu versuchen, die Lernalgorithmen zu verbessern, diese mit Daten zu versorgen, ähnlich wie zum Beispiel ein Kind durch seine Erfahrungen sammelt. Und daraus folgend hat sie mit ihrem Projekt ImageNet, so heißt es, quasi die gesamte gegenständliche Welt, also alle die Bilder, die im Internet ausführen kann, computergerecht kartografiert sozusagen und damit den Maschinen das Sehen beigebracht. Das war ein großes Meilenstein gewesen. Das ist ein großes Meilenstein gewesen im modernen Durchbruch von künstlicher Intelligenz. Und es hat später zur Entwicklung besonders starken Algorithmen geführt. Diese Algorithmen werden in Anwendungen wie zum Beispiel autonomes Fahren oder industrielle Applikationen besonders erfolgreich heutzutage eingesetzt. Dieses Diagramm hier oben zeigt die Anzahl der eingereichten Publikationen zu der bekanntesten Konferenz auf dem Gebiet Computer Vision. Und da sieht man, dass in den letzten Jahren sich immer mehr und mehr Leute mit dem Thema beschäftigen. Und einerseits versprechen diese Fortschritte signifikante Verbesserungen in der Medienbranche, andererseits bringen sie aber auch neue Herausforderungen. Und lasst uns jetzt mit dem ersten Thema des Vortrages anfangen, und zwar Deepfakes. Also was ist ein Deepfake? Deepfakes sind realistischer wirkende Medieninhalte, welche mit Deep Learning-Algorithmen manipuliert worden sind. Deep Learning ist ein Teilbereich der Machine Learning, das ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz ist. Der Begriff Deepfakes wurde im Jahre 2018 weit verbreitet und bekannt gemacht durch das bekannte Video, in welches Barack Obama Worte ausgesprochen hat, welche er niemals sagen würde. Lass uns also jetzt über die Technologie hinter Deepfakes reden, aber auch über Auswirkungen und mögliche Lösungen. Also Technologie. Meist bauen Deepfakes auf Adversarial Training auf oder kontradiktorische auf Deutsch Training auf, wie zum Beispiel die sogenannte Generative Adversarial Networks oder GANs. Die sind ein sehr interessantes Konzept eigentlich. Sie können ein Bild in ein anderes übersetzen, indem sie einen sogenannten Style Transfer anwenden. Zum Beispiel, wenn man hier sieht, sie können ein Bild von Sommer in Winter umwandeln oder Zebras in Pferde und so weiter. Und das ist eigentlich sehr realistisch alles immer. Und sie können sogar den Stil eines Malers lernen und diese auf ein normales Foto anwenden, wie hier zum Beispiel Monet oder Cézanne oder Van Gogh. Erfahren auch synthetische Gesichter, die täuschend echt aussehen. Wie man hier sieht, also die Technologie von GANs sind erst in 2014 eingeführt. Und seitdem sind sie sehr, sehr weit entwickelt. Also das Obama Deepfake ist im Jahr 2018 und jetzt, wir sind im Jahr 2020, natürlich es ist viel, viel besser geworden. Zum Beispiel, also hier, man sieht diese Gesichter in der Mitte, sind von Personen, die nie existiert haben. Also sie wurden mit der GAN-Technologie erzeugt durch Kombination von Bildern der Spalte A und Zeile B. Zum Beispiel, man kann gut erkennen, dass von der Spalte A man behaltet sozusagen die Farbe, also die Haarfarbe, Hautfarbe und so weiter. Und von der Zeile B, die Form des Gesichts oder Brillen, zum Beispiel das Kind, kann also wie diese Frau in der ersten Zeile also übersetzt, also das Style-Transfer machen.
Und die sind alle sehr realistisch, also am Ende. Wenn nicht alle, viele. Deepfakes sind nur ein Beispiel der Ausbreitung der Fehlinformation. Laut dieser Studie können derzeit weniger als 40% der Deepfakes von Menschen erkannt werden. Und das ist eigentlich ein großes Problem für Online-Plattformen wie zum Beispiel Facebook oder Twitter. Und zum Beispiel Facebook hat vor kurzem hunderte Fake-Profiles entdeckt und gelöscht, welche Donald Trump unterstützten. Oder Twitter hat mehr als 300 Millionen Fake-Profile letztes Jahr entfernt hat. Deepfakes können besonders schädlich sein und sind schwierig zu erkennen. Ich erkläre eigentlich später mehr darüber. Wie das Problem oder das Phänomen sich entwickelt die letzten Jahre. Also die Zahl der Deepfakes im Netz hat deutlich zugenommen. Im Jahr 2017, es gab ungefähr 100 Deepfakes im Internet und 3 Jahre später, also das ist sehr frisch, also das ist Stand Juni, mehr als 49.000. Also man sieht, dass es ist wie eine Explosion, wie viele Deepfakes draußen jetzt gibt. Mittlerweile, es ist auch möglich, nur aus einigen Fotos der Zielperson ein Deepfake dieser Person zu generieren. Oder man kann ein Deepfake sogar bestellen mit weniger als 40 Euro. Natürlich nicht mit der besten Qualität, aber was ich sagen will, ist, dass es etwas weit verbreitet ist. Und fast jeder kann heutzutage ein Deepfake bestellen oder erstellen. Und was sind die typischen Opfer von Deepfakes? Laut Statistik sind Männer mehr in YouTube allgemein betroffen, jedoch sind Deepfakes auch sehr populär, um pornografisches Material zu erzeugen. Und dort sind ausschließlich Frauen betroffen im Moment. Welche Lösungen es gibt? Als erste würde ich sagen, wir sollen mehr in Technologie investieren. Das heißt, Technologie für die Detektierung von Deepfakes, aber nicht nur für die Detektierung, sondern auch für die Zertifizierung von realer Information. Regierungen, Hochschulen, Industrie sollten gemeinsam auf dieses Ziel arbeiten, weil es ein ganz Hightech sozusagen Thema ist und die Akademie, also die Forscher sind wirklich diejenigen, die das machen können. Zweitens, neue Gesetze und Guidelines einführen auf den Plattformen. Und drittens, fortbilden. Also digitale Kompetenz oder Kompetenz ist entscheidend, sowohl für die professionellen Journalisten, sodass sie das Phänomen nicht verstärken und verbreiten, als auch für das Publikum. Lass uns also ein bisschen an die Technologie eingehen. Wie können wir ein Deepfake erkennen? Im Moment bestimmte Eigenschaften von Deepfakes kann man durch Beobachtung bereits erkennen. Zum Beispiel man erkennt Deepfakes an typischen Fällen wie unnatürliche Gesichtsteile oder Artefakte im Hintergrund, Asymmetrien oder falsche Lippensynchronisation, wenn die Leute sprechen. Oder manche Bewegungen wirken als unnatürlich auf. Zum Beispiel der Kopf, das Kinn, die Augenbrauen bewegen sie sich manchmal für uns als Menschen also komisch. Natürlich, man kann so ein Deepfake erkennen, aber das ist nicht genug. Immer mehr Forscher arbeiten daran, Deepfakes automatisch zu erkennen. So können die Plattformen die Nutzer schützen. Zum Beispiel, wenn jemand ein Deepfake-Video in Twitter hochlädt, dann sollte die Plattform automatisch ein Deepfake
Deepfake-Check durchführen. Sonst besteht die Gefahr, dass eine Fehlinformation schnell verbreitet wird. Aber es gibt hier eine Schwierigkeit dabei. Die Schwierigkeit erkläre ich an einem Beispiel. Forscher haben einmal erkannt, dass die Augen der Personen nicht blinken bei Deepfakes, in Deepfakes, und konnten dadurch Deepfakes detektieren mit großem Erfolg. Die Erzeuger von Deepfakes haben aber gleich danach auch einen Weg gefunden, um dies zu lösen. Und Deepfakes zu finden, ist im Endeffekt wie nach Viren zu suchen. Es gibt keine globale Lösung im Moment, um die Deepfakes zu detektieren. Mögliche Lösungen dafür sind, den Inhalt von zuverlässigen Quellen digital zu zertifizieren, zum Beispiel durch Watermarking oder andere vielleicht neuere Technologien. Und Deepfakes können aber auch für legitime Zwecke eingesetzt werden, wie zum Beispiel Kunst oder sogar Live-Porträte zu generieren für Bildungszwecke, wie das Beispiel von Salvador Dalí Museum in USA. Sie haben ein Deepfake mit Salvador Dalí erstellt und man kann auch sogar ein Selfie mit ihm im Museum machen. Und lass uns jetzt zu unserem zweiten Thema eingehen. Ich beginne wieder mit einer Frage. Also wir haben es in unserer Tasche, wir reden mit ihm. Was ist das? Das Mobiltelefon natürlich, aber was steckt dahinter? Manchmal erkennen unsere Geräte korrekt, was wir sagen, manchmal nicht. Wir benutzen frei verfügbare Übersetzungstools und manchmal geben sie diese auch eine sehr genaue Übersetzung. Wie ist das überhaupt möglich? Das ist möglich dank einer Technik, die NLP heißt, also Natural Language Processing. NLP ist ein Gebiet, auf dem KI sehr erfolgreich angewendet wird. Und das Ziel von NLP ist, Computer zu ermöglichen, die Bedeutung oder der Sinn menschlicher Sprache erfassen zu können. Für viele Medienhäuser ist es natürlich ein vielversprechendes Tool, zum Beispiel für Artikel zu erzeugen von strukturierten Daten, wie zum Beispiel von einer Tabelle, oder zur Erkennung von Hate Speech automatically in sozialen Netzwerken oder für virtuelle Assistenten für Kundenservice oder generell zur Speech-to-Text-Transkribierung Aufgabe. Daher habe ich einen Asterisk eingesetzt, weil besonders Sprachen wie zum Beispiel lokale Dialekte sind auch wichtig für die Rundfunkanstalten. Also sie möchten NLP benutzen, um Untertitel zum Beispiel automatisch zu generieren, auch als Teil der Archivierungsprozesse. Das ist noch eine Herausforderung, die aber mit Hilfe von NLP bestimmt gemeistert werden kann. Bald auch. Und damit sind wir bei unserem letzten Thema, welches zunehmend Aufmerksamkeit unter Journalisten gewinnt. Und zwar Open Source Intelligence. Also investigative Journalisten sind Journalisten, die online Material untersuchen, mit dem Ziel, zuverlässige Informationen zu extrahieren und berichten zu können. Dieser Bereich des Journalismus wird heutzutage immer wichtiger. Und Open Source Intelligence oder OSINT ist ein Begriff, der für Methode des investigativen Journalismus benutzt wird. Open Source Intelligence baut auf einem großen Spektrum von Daten auf, nämlich Satellitenaufnahmen, soziale Netzwerke, Daten, Wetterberichte und viele weitere Datenbanken, um besser zu verstehen, was an einem bestimmten Ort und Zeitpunkt passiert ist. Und künstliche Intelligenz-Algorithmen sind hier notwendig, um die erwünschte Information aus den Daten zu extrahieren, um mehr Intelligenz zu sammeln. Die Arbeit von investigativen Journalisten erkläre ich an einem schönen Beispiel aus der Covid-19-Pandemie, also ziemlich frisch, von einem Video, welches vor ein paar Monaten weit verbreitet wurde im Netz.
Also dieses Video, es zirkulierte im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und es zeigt den angeblichen Ansturm einer Menschenmenge auf einen Aldi-Supermarkt in den Niederlanden angeblich im März. Und das war eigentlich am Anfang der Pandemie. Und jetzt wissen wir alle eigentlich genau, was sowas am Anfang einer Pandemie für uns bedeutet. Also kein Spaghetti mehr auf die Supermarktregale. Ein Team von investigativen Journalisten bei Bellingcat. Bellingcat ist eine besonders bekannte Gruppe von unabhängigen investigativen Journalisten in den Niederlanden, hat sich mit dem Video auseinandergesetzt. Was sie gemacht haben, ist folgendes. Sie haben die visuellen Beweisstücke analysiert, des Videos, mit Einsatz von Open-Source-Daten. Es ergab sich unter anderem, dass erstens die auf bestimmte Schildern der Text nicht auf Niederländisch, sondern auf Deutsch geschrieben war. Zweitens, sie haben herausgefunden, dass das Aldi-Logo in diesem Video nicht aktuell war. Aldi hatte das Logo vor 2 Jahren geändert. Also es war nicht mehr aktuell. Weiter, sie haben ähnliche Posts in sozialen Medien zurückverfolgt und ein anderes Post in TikTok, eine andere Plattform gefunden mit dem gleichen Video, die tausendfach geteilt war, also sehr populär. Und dieses Post behauptete, dass das Ereignis in Herten, also ein anderer Stadt, im Februar, ein anderer Zeitpunkt stattgefunden hat. Und am Ende, nach genauer Überprüfung, haben sie herausgefunden, dass das Video stammt aus dem Jahr 2011, als eine Aldi-Sonderaktion hatte und das war in Kiel. Also das hat absolut nichts mit Corona zu tun. Und natürlich, das haben die Journalisten von Bellingcat in diesem Fall hauptsächlich also manuell sozusagen gemacht. Also das bedeutet natürlich sehr viel Aufwand an Arbeit, Zeit. Und die Frage ist, was könnte die künstliche Intelligenz in diesem Fall machen? KI könnte die journalistische Arbeit unterstützen, indem sie die relevanten Informationen aus den Medien oder aus dem Internet generell schneller extrahiert und damit effizienter, die Journalisten, also die investigativen Journalisten manchmal brauchen Hunderte von Stunden, also Recherche zu machen, um ein Ergebnis, eine bestimmte Information zu finden. Und die KI natürlich kann das viel schneller machen, natürlich nicht ohne Fehler und kann sollte die Arbeit des Journalisten nicht ersetzen, auf jeden Fall, aber die dabei unterstützen, das schneller zu machen. Also der Journalist sollte also die künstliche Intelligenz Tools als Werkzeuge benutzen, um seine Arbeit schneller und effektiver zu machen. Und jetzt komme ich zu Ende meiner Präsentation. Die technischen Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz bewirken wichtige Änderungen in der Medienbranche. Wie mit jeder neuen Technologie natürlich ist die Einführung von künstlicher Intelligenz sowohl mit neuen Chancen als auch mit neuen Herausforderungen verbunden. Und wichtig ist immer, dass künstliche Intelligenz so eingesetzt wird, dass es Demokratie und Menschenrechte durch vertrauenswürdige Nachrichten beschützt. Insbesondere heutzutage ist es sehr aktuell im Rahmen der Pandemiekrise wegen der Flut von Fake News oder Missinformation. Diese müssen noch stärker bekämpft werden
Und das fordert auch zum Beispiel die Europäische Kommission sehr stark. Es ist am Ende auch unsere Aufgabe, zuverlässige Informationsquellen von Fehlinformationen unterscheiden zu können und KI zu nutzen, um diese Fähigkeiten zu unterstützen. Genau, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Am Ende hier rechts findet ihr auch einen QR-Code mit der Webadresse von unserer IRT-Lab-Post. Das bezieht auf den Inhalt des Vortrages heute. Vielen Dank.